Der neue Fernseher soll 3D-tauglich sein. Aber mit welcher Technik? Manche Geräte haben Shutterbrillen. Andere arbeiten passiv mit Polarisationsgläsern. Und einige Hersteller bieten sogar beides an. Dabei hat jede Technologie ihre Vor- und Nachteile. Im Messlabor zeigen sich zum Beispiel Unterschiede in der Bildschärfe. Bei der Shutter-Technik ist es so, dass sie eigentlich dafür gebaut worden ist, dass die volle HDTV-Auflösung an jedem Auge ankommt, während die passive Technik mit einer Filterfolie vorm Bildschirm arbeitet. Und diese Filterfolie teilt das Bild in zwei Hälften auf, gerade und ungerade Zeilen. Wobei die Polarisationsbrille dann jedem Auge nur die halbe Zeilenzahl zeigt. Gegenüber der Shutter-Technik sinkt die Auflösung um die Hälfte. Ausnahmen bestätigen die Regel. Vor kurzem haben wir aber eine große Überraschung erlebt. Da hat ein Gerät mit Shutter-Technik nur die Hälfte der Full-HD-Auflösung gezeigt. Und das ist deshalb passiert, weil der Hersteller einen Kompromiss eingegangen ist und ein günstiges Gerät einfach 3D-tauglich gemacht hat. Im Normalfall zeigen Shutter-Geräte aber das schärfere Bild. Bei beiden Verfahren sollte es während der Wiedergabe von 3D-Programmen möglichst dunkel im Raum sein. Denn die Brillen schlucken eine Menge Licht. Mindestens 50% der Displayhelligkeit bleiben in den Brillengläsern hängen. Bei Shutter-Technik ist der Helligkeitsverlust sogar noch größer als bei Polarisationstechnik. Und die Hersteller haben eigentlich keine andere Wahl, als mit immer höheren Helligkeiten bei den Fernsehern dagegen zu halten. Die höchste Helligkeit, die wir bislang gemessen haben, lag so bei über 350 Candela, was in etwa das Doppelte ist von dem, was ein Fernseher vor 2 Jahren an Helligkeit geboten hat. Trotzdem geht dieser Punkt an die Polfiltertechnik mit weniger Helligkeitsverlust. Lichtquellen, die sich im direkten Blickfeld befinden, sollten grundsätzlich abgeschaltet werden, wenn man eine Shutterbrille aufsetzt. Denn die aktive 3D-Technik neigt zum Flimmern. Das liegt an den Flüssigkristallelementen in den Brillengläsern, die abwechselnd undurchsichtig geschaltet werden, um die einzelnen Bilder für das rechte und das linke Auge zu trennen. Shutter-Technik flimmert immer. Prinzipiell muss man unterscheiden zwischen dem Bildflimmern und dem Flimmern des umgebenden Raumlichts. Bislang hat es eigentlich noch kein Hersteller geschafft, trotz fortschreitender Technik beide Flimmereffekte zu beseitigen. Auch diese Runde geht daher an die flimmerfreie Polfiltertechnik. Wer sich beim Fernsehen gerne langlegt, sieht dagegen durch Polarisationsbrillen häufig kein optimales Bild. Die Filter trennen nur bei gerader Kopfhaltung die Zahlen für rechtes und linkes Auge optimal. In Schräglage kann es zum Crosstalk und damit zu Doppelkonturen kommen. Im Testbild an bläulichen Verfärbungen zu erkennen. Einen ähnlichen Effekt kennen die Träger von Shutterbrillen auch. Er ist nur nicht so stark. Solange ich gerade aufs Bild schaue, spielt Crosstalk bei beiden Techniken in der Regel keine Rolle. In dem Moment, wo man allerdings schräg vor dem Fernseher sitzt oder den Kopf leicht neigt, sieht man bei der passiven Brillentechnik viel schneller Geisterbilder und Doppelkonturen. Bleibt der Tragekomfort der Brillen. Shutter-Modelle sind schwerer als die Polfilter-Version und benötigen eine Batterie oder einen Akku. Sie sollten sich per Bluetooth mit dem Fernseher synchronisieren, weil Infrarotmodelle beim Wegschauen leicht die Verbindung zum TV-Gerät verlieren. Die Elektronik macht sie teuer, während passive Brillen nur wenige Euro kosten. Die letzte Runde geht somit an das Polarisationslager. Welches 3D-Verfahren das bessere ist, hängt also vom Einsatzzweck ab. Wer Filme vor allem im abgedunkelten Heimkino schaut, bekommt mit Shutter-Technik das schärfere Bild. Für das gelegentliche 3D-Vergnügen ohne viel Aufwand sind Polfilterbrillen aber eindeutig die bequemere Lösung.